Leute. Shit. Nesquak und willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Wie versprochen, und Großteil von euch wollte ja den Survivor haben. Und ich fand eine ganz coole Idee aus den Kommentaren. Ich wäre für 5 Survivor-Folgen auf eine Mörder-Folge. Finde ich eine ganz coole Bilanz. Also so 5-mal Survivor, dann einmal Mörder. Ich denke, das ist ein ziemlich cooler Wechsel. Wir spielen hier auf jeden Fall... Oh, gegen den Ghost. Der schon hinter uns am Start war. Und das nicht zu knapp, und wir hängen hier an irgendwas fest. Ich weiß noch nicht woran. Ich sollte erstmal hier ein bisschen weiter weggehen, glaube ich. Redcoat wurde erwischt, hat aber da eigentlich noch genug, womit er spielen kann, um dem Geist auszuweichen oder zu entkommen. Und läuft einfach genau zu mir. An sich gut, wenn ich den Geist höre. Dann scheint er ihn wirklich aus den Augen verloren zu haben. Was, ganz nice wäre. Ganz nice. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Wo sind hier noch Generatoren? I need some generators. Da ist einer. Das ist gut. Dann lass den mal reparieren. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, dass doch so viele dann die Kommentare geschrieben haben und ihr mehr Dead by Daylight sehen wollt. Auch wenn die Fuse, ja, da muss man mehr sagen, im Vergleich zu Counter-Strike, Overwatch oder sowas, natürlich einiges zu wünschen übrig lassen. Aber irgendwie kriegt alles maximal ein Drittel von dem, was Counter-Strike bekommt. Leider noch. Ja. Hoffe, das ändert sich mal wieder. Weil ist natürlich, wenn ich nur Overwatch bringen würde, würde es meinem Kanal am meisten bringen. Aber das will ich ja nicht. Das möchte ich so ja nicht. Ich will euch ja die Vielfalt bringen. Habe jetzt auch den Spielsound ein bisschen angepasst. Also deutlich lauter gemacht. Im Stream vorhin haben mir das Leute gesagt. Und ich hoffe, dass das ist so genehm. Ja, euch gefällt das. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob der Sound eurer Meinung nach so passt. Auf jeden Fall war da ein Kompagnon am Escapen vor dem Geist, mich schützt er an der Nase. Und ja, auch Overwatch, ne? Das ist. Was wir da im Moment abbekommen für Leute, das ist halt, da greifst du ja den Kopf, ey. Das ist krass. Das ist krass. Jetzt wurde Redcoat erwischt. Lange, lange ist er entkommen. Ja. Aber dennoch leider nicht endgültig. Und er wird auch in den Keller gebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, nee, doch nicht. Ja, der Geist ist immer noch da vorne gewesen. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen, was wir machen können. Bleibt auf jeden Fall schön hängen. Das ist gut. Wir setzen den Geist weiter unter Druck, indem wir hier noch Generatoren anmachen. Das ist auch gut. Ist immer für den Geist so, oder für den Mörder generell. Wenn er sieht, okay, noch 2 Generatoren, das ist nicht viel. Deswegen will ich den jetzt noch durchziehen. Und dann werden wir uns an die Rettung von Redcoat machen. Okay, Redcoat ist runtergekommen. Kann sich selbst heilen. Alter.
Alter, mein Herz, Freunde. Bin ich erschrocken. Und er rennt genau zu ihr. Das ist halt super retarded. Sie konnte selbst bandagieren, das ist schon mal gut. Aber er wird jetzt ihn gleich holen. Oh, das war schön. Schön, die Palette vom Kopf geknallt. Wir rennen erstmal weiter, lassen den Generator, der noch nicht angefangen ist, erstmal ruhen. Machen hier den nächsten. Maggie liegt da noch auf dem Boden. Ne, wird jetzt an den Haken gehängt. Aber ganz schön weit weg. Das heißt, wir können die Zeit echt gut nutzen. Hier ist, ich sehe auch das Tor. Ihr seht es vorne am Licht. Das Generator ist das letzte, das ich aktiviert habe. Shit. Und mein Ton hat Aussetzer. Ich hab's Kabel dran, das mache ich ab. Da vorne hängt Maggie. Komme ich leider nicht rechtzeitig hin. Leider keine Chance. Sorry. Dann natürlich das Headset kurz einen Aussetzer gehabt. Das Headset kurz einen Aussetzer gehabt. Natürlich dann, als gerade bei mir ein Quicktime-Event kam. Das war halt echt unlucky timing. Geist rennt da hinten rum. Kommt hier jetzt hin. Komm schon. Lass ihn nicht zu mir kommen. Lass ihn nicht zu mir kommen. Ah, der kommt doch schon wieder. Ich sehe es doch. Jetzt könnt ihr uns haben. Fuck. Muss unbedingt weiter weg. Er hat mittlerweile echt schon verdammt viele Paletten kaputt gemacht. Was für ihn echt gut ist und für uns absolut nicht gut. Er läuft da vorne rum. Geht ins Haus. Ich hab schon gedacht, er kommt wieder hierher. Okay. Den können wir zu Ende bringen.
fuck. Er kommt sowieso. Hier mal einen Schlag getankt. Okay. Puh, Leute. Shit. Okay. Jetzt hat sie ihn erwischt. Scheiße. Shit. Ich weiß leider nicht, wo hier noch Kisten sind. Ich habe leider keine Ahnung. Und was Red Coats macht, weiß ich auch nicht, weil der macht weder Generatoren an, noch hilft er irgendwie vom Haken. Ich habe keine Ahnung. Und das war unser mit dem höchsten Level. Level 14 war der Kollege. There we go. Okay, er muss versuchen, den Kollegen zu befreien. Ich kann nicht. Wenn ich einen Hit noch abkriege, bin ich down. Auf jeden Fall schön, dass er hier schon mal das Tor aufgemacht hat. Das heißt, weg kommen wir schon mal, ja? Disconnect. Fick dich. Nee, das passiert nicht. Das passiert nicht. Ja gut, der Kollege, der am Haken gehangen hat, ist disconnected. Und im Patch, der ja rauskam, sollte das jetzt härter bestraft werden. Habe ich mir sagen lassen. Keine gute Entscheidung. Er wäre ja sowieso gleich gestorben und dann wäre die Runde vorbei gewesen. Aber ist okay. Wir haben wieder gut Punkte gemacht. Fortschritt verfügbar. Da würde ich sagen, wählen wir hier mal aus. Wir schauen gerade mal, dass wir hier Widerstandsfähigkeit erhöhen können. Wichtiges Perk. Und jetzt Geheimkiste, Erste-Hilfe-Kasten. Ah gut. Rest ist jetzt sowieso nur noch Punkte verkloppen. Damit wir leveln. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich super über ein Däumchen nach oben freuen. Frauen überall. Ja? Nee, würde ich mich super über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst mir auch in den Kommentaren bitte wissen, was ihr genau hier sehen wollt. Warum ich bei Claudette bleibe, liegt einfach an den Perks. Jeder dieser Charakter hat einzelne spezielle Perks und Claudette kann sich später selbst heilen. Was super geil ist. Und ich war mir überlegen, ob Claudette oder Mac Thomas, weil Mac Thomas hat so einen Sprint-Boost, wo du irgendwie für 3 Sekunden mega schnell sprintest. Und auf der höchsten Stufe hat es nur noch 20 Sekunden Cooldown. Wobei das, glaube ich, auch angepasst wurde. Und ja, auch ziemlich geil. Aber ich glaube, ich bleib bei Claudette. Und ich hoffe, das ist genehm für euch. Schreibt mir auf jeden Fall auch drunter, welchen Killer ihr sehen wollt, wenn die Killerrunde dran ist. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und ciao.